Jetzt steht er nicht mal dahinter, was er verbockt hat. Ich glaub's nicht. Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast im Jahr 2018. Heute geht es um die News aus dem letzten Monat. Ich bin Philipp, mit dabei ist unser Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Ich begrüße Bianca. Hallo Bianca. Hallo, guten Tag. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Und zu guter Letzt Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, dann starten wir durch mit dem News aus dem letzten Monat und hier zunächst der Hinweis auf unseren letzten Themenpodcast, den wir aufgenommen und veröffentlicht haben, ein Glück, der Conancast Nummer 115, Detektiv Conan Weekly, schauen wir uns da mal genauer an oder haben es uns angeschaut, könnt ihr gerne mal reinhören, falls euch das Projekt interessiert. Wir werden ja heute im Verlauf des News-Podcasts auch noch ein paar Kapitel besprechen aus dem Detektiv Conan Weekly Projekt und falls euch interessiert, ja, die diversen Hintergründe zur Veröffentlichung mit EMA und ob das noch in Zukunft bestehen wird und wir haben da einfach mal ein bisschen diskutiert. Falls euch das interessiert, gerne mal reinhören. Finde ich sehr empfehlenswert. Ein offener Diskussionspodcast, mal nicht zu einem Manga-Band. Genau. Ja, ansonsten noch der Hinweis, dass bei uns im Conan-Forum der Charakter-Contest stattfand. Haben wir auch schon darüber berichtet. Und der ist eben auch beendet worden. Gewonnen hat mit, ich glaube, 2 Stimmen Unterschied waren es am Ende. Kogoro Mori vor dem Täter. Und Platz 3 ging an das Streifenhörnchen. Vielen Dank auch nochmal an alle, die im Forum fleißig mitgemacht haben und dass ihr unseren Spam auf Social Media dazu ertragen habt. Ja. Ja, also der Täter hat natürlich eine beeindruckende Meisterleistung erreicht. Also beeindruckend ist nicht, dass Kogoro gewonnen hat, sondern dass der Täter überhaupt Platz 2 geschafft hat. Also, das ist das Beeindruckende. Mein Kogoro ist seit 1994 dabei. Der Täter, ja, mag auch sein, ja, den Täter gab es auch schon immer, aber nie als, also er hatte erst neulich wieder durch einen Spin-Off überhaupt die Möglichkeit gehabt, an einem Charakter-Contest als eigenständiger Charakter teilzunehmen. Ich glaube, ohne den Spin-Off wäre das nie so möglich gewesen. Von daher, also Hut ab, kleine Leistung, kleiner Contest. Aber ja. Kogoro hat verdient gewonnen. Aber super, super nett, dass der Täter nach all den Jahren Fernsehgeschichte oder Manga-Geschichte auch mal in den Contest gekommen ist. Das muss man ja auch mal sagen. Der war schon immer dabei bei Detektiv Conan. Ja, und sogar wenn ihr auf unsere Website geht, conannews.org, seht ihr oben im Header. Seht ihr den Täter? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Der ist auch schon, hat sich auch da versteckt. Niemand hat ihn gefunden. Alter, er ist überall oder was? Wir werden verfolgt hier. Er steht bestimmt auch gerade draußen an meiner Tür. Ich gehe mal eben gucken, warte. Olli, komm zurück. Olli, hallo. Wir wollen aufnehmen. Oh. Der ist gefährlich, Olli. Mit deiner Aufnahme geht er weg. Mhm. Ja, gut. Also, ja. Mal sehen, wie das nächstes Jahr aussieht beim nächsten Charakter-Contest. Sollte er denn stattfinden. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch, wie gesagt, nochmal großes Danke an alle, die mit dabei waren und fleißig ihre Lieblinge unterstützt haben. Ja, kann man nur sich bedanken. Ja, vor allen Dingen, ich finde es auch schön, dass endlich Kogoro mal gewonnen hat, ja, der ja seit Anfang an dabei war und quasi mit Hauptcharakter ist und jetzt es endlich mal geschafft hat. Der ist auch immer relativ weit gekommen und dann so oft knapp gescheitert, soweit ich mich erinnere. Deshalb endlich mal hat's doch geklappt. Respekt. Ja, und vielleicht auch noch kurzer Hinweis zum dem Tippspiel, das wir zum Charakter-Contest gemacht hatten. Das hatten wir auch in unserem Livestream ja groß angekündigt. Da hatte tatsächlich Bariados gewonnen. Bariados / Johannes oder andersrum. Herzlichen Glückwunsch auch an ihn. Da musste ich lachen. Ja, das war gut. Ja, so viel dazu noch. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Auch das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, war ja diesmal ein anderes Prinzip. Und danke auch an Johannes, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Und unser Johannes, also der Conancast Johannes, der das Tippspiel ja geleitet hat. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist, weil ich es ja im letzten Jahr gemacht hatte. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ja.
So, gut, so viel zum Charaktercontest. Ich wollte gar nicht so groß ausholen. Macht aber nichts. Wir machen weiter mit dem Anime in Deutschland, wo wir die, ja, weltbewegende Nachricht haben, die aber gleich erst kommt. Zunächst noch der Hinweis zum zweiten Film, das 14. Ziel, wo es Abmischungsfehler gibt, die Kase nun offenbar zugegeben hat oder gleich wieder gelöscht hat. Was hat es damit auf sich, Kevin? Ja, also die Sache ist die, es gab im Comic-Forum einen Eintrag von einem Benutzer, mit dem ich auch Kontakt aufgenommen habe. Und weil die Meldung oder sein Posting wieder verschwunden ist, nämlich sagte er in dem Posting, ja, Kase hat mir geschrieben, privat, ne, dass halt die Fehler, die existieren. Und man will da halt vermutlich eine Umtauschaktion starten. Nur wurde ihm nahegelegt von Kase, das Posting wieder zu löschen. Und das ist ja schon ziemlich heftig, finde ich. Weshalb ich das jetzt hier auch so einfach mal eiskalt erwähne. Ob diese Umtauschaktion denn dann auch wirklich stattfindet, ist dann tatsächlich fraglich. Ich habe auch noch keine Antwort dazu erhalten. Tja, bleibt abzuwarten, was da noch weiter passiert. Mhm. Ich meine, der Film 2 ist ja tatsächlich nicht der einzige Film mit Fehlern, auf der Blu-ray-Version wohlgemerkt. Die DVD-Version ist ja offenbar einwandfrei. Habe ich auch schon geschaut, mir ist kein Fehler aufgefallen. Ja, mal sehen, was es da mit der Blu-ray-Version auf sich hat. Ob es da tatsächlich noch einen Rückruf gibt, man weiß es nicht. Vielleicht wird ja eher noch. Also irgendeine, man braucht eine offizielle Adresse, irgendein Stichwort, hey, keine Ahnung, alle E-Mails mit dem Betreff Conan 2, die, ja, ne, wie es halt normale Unternehmen machen einfach. Sowas müsste es halt irgendwie geben, eine Möglichkeit, doch noch an ein fehlerfreies Produkt zu kommen. Ja, natürlich, ich meine, da kann der Käufer ja nichts für, dass der Film fehlerhaft. Im Normalfall nicht, nein. Ja. Ja, also, ich, ist eine, wie ich finde, sehr schlechte Entwicklung. Ich hoffe, dass sie sich noch zum Positiven aufklärt. Ja. Ja, mal sehen, wie das ist. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mehrfach darüber berichtet und uns darüber in Anführungszeichen ausgelassen, wie das Ganze da aussieht. Mal sehen, ob es da noch positive Meldungen in Zukunft gibt. Dass das Posting gelöscht wurde, ist ja schon mal eine negative Entwicklung, um das so zu sagen. Mal sehen. Sehr negativ. Vorangeht. Ja, dann kommen wir zum eigentlich wahrscheinlich interessantesten Thema hier für alle, die heute diesen Podcast hören. Neue Folgen. Nämlich die neuen Detective Conan Folgen. Ich denke mal, ein Großteil derjenigen, die hier diesen Podcast hören, werden schon darüber gelesen haben. Ja, es hat sich ja den ganzen Monat über angebahnt mit diesem bald, dass ProSiebenMax eben neue Folgen andeutet, dass dann in der Synchronkartei erste Einträge kamen und dann der Knaller durch TAF. Bei ProSiebenMax, ja, wurde dann offenbart, dass es neue Detective Conan Folgen geben wird und die Details hat, wie immer, Kevin. Uiuiui. Also die neuen Folgen starten halt am 22. Oktober, was davor geschieht, da hat noch Philipp nachher die Details dafür. Ja, danke. Und ja, also es sind oder es sollen 102 Folgen synchronisiert werden. Das hat ProSiebenMax nie gesagt, aber also das wurde mir so zugetan. Und ich denke, das ist durchaus ein Grund zur Freude. Man hat ja jetzt schon beinahe 12 Jahre hier auf irgendwas gewartet. Und dann, ja, 12 Jahre und dann ein paar Monate. Ich denke, das ist in Ordnung. Da kann man jetzt wirklich gut mit leben. Nochmal von vorne anfangen mit der Beziehung zwischen Anime Deutschland und vorhandenen Folgen in Deutschland. Ja, das, klar, natürlich. Was ich sagen will, ich freue mich wie ein Schnitzel. Alle anderen freuen sich auch wie ein Schnitzel. Zu Recht. Ja, wie Philipp schon sagte, es gab natürlich dann kurz im Voraus dann mehrere ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass ja zumindest irgendetwas passiert. Ja, schön. Ja, lief ja auch sehr interessant ab, muss man sagen, mit der Ankündigung. Ja. Das wurde ja durch TAF bei ProSieben bekannt gegeben, also nicht ProSiebenMax, sondern ProSieben.de,
Da gab es dann offenbar eine Meldung auf der Webseite, ja, die dann kurz darauf wieder gelöscht wurde. Es konnte natürlich einiges oder mindestens ein Screenshot konnte gemacht werden von dieser Meldung, sodass es dann auch durchs Internet geisterte. Ja, der Link wurde dann entsprechend gelöscht und hat auf ein anderes Video oder sonst was weitergeleitet. Also die Meldung gab es dann nicht mehr. Trotzdem haben schon diverse Nachrichtenseiten berichtet über die neuen Folgen, dass sie dann doch kommen, obwohl die Meldung gelöscht war am Tag drauf. Also allen voran haben natürlich wir darüber berichtet, weil wir halt wussten, dass die Meldung wahr ist. Ne? Also das war ja kein Scherz oder so, das war ja einfach die Wahrheit, die erst am Tag danach rauskommen sollte. Genau, und am Tag danach wurde es auch noch konkreter, da wurde der 22. Oktober als Starttermin für die neuen Folgen genannt. Genau, 102 neue Folgen sollen kommen, die starten dann wie gesagt ab Oktober und wird ja dann einige Zeit dauern, also wenn man es grob hochrechnet, ein halbes Jahr, wird dann Detective Conan gezeigt. Wir wissen halt nicht, wie viele dieser Folgen gezeigt werden sollen auf einen Schlag. Ne? Ja, okay, ja, das... Ja, ich bin davon ausgegangen, dass alle am Stück gezeigt werden. Dazu hat Pussy Max noch gar nichts gesagt. Es ist ja eigentlich noch gar nichts bekannt, außer, dass es am 22. Oktober losgeht. Genau, und offiziell ist nur bekannt, ab dem 22. Oktober, ab 18.25 Uhr oder wann auch immer, neue Folgen. Wie viele? Genau. Offiziell weiß man das nicht. Die Frage ist ja auch, ab wann ist halt Aufnahmeschluss? Also schaffen die es überhaupt, alle 102 Folgen hintereinander zu bringen? Also naja, hätten sie generell die Möglichkeit oder würde es nicht klappen? Man ist aktuell bei laut japanischer Folge so ungefähr 350, 355. Okay. Ja, also... Was das in welche Episodennummer das auf Deutsch wäre, kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich halt nicht. Ist ungefähr aber die Hälfte, um das so zu sagen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es dann halt nicht klappt und man hat dann halt doch noch einmal Wiederholungen davor, weil das hält Conan ja auch relativ lange im Fernsehen. Und wir haben ja diesmal die Gewissheit, es kommen überhaupt neue Folgen. Nach 12 Jahren. Wie viele Conan-Fans von heute sind überhaupt 12? Würde mich mehr interessieren. Wer hat 12 Jahre drauf gewartet? Ja, hier. Ich glaube, uns brauchst du das nicht fragen. Ich glaube, wir haben alle gewartet. Wir sind seit RTL 2 alle dabei. Ja. Dementsprechend alt sind wir leider auch alle. Aber wer ist erst seit ProSieben Max dabei? Wer seit Viva? Wer schon seit RTL 2? Und wer ist überhaupt 12 Jahre alt? Interessante Statistiken. Müsste man mal eine Umfrage zu machen. Ja, ja, mach mal. Genau. Oh Gott, stellt euch mal vor, irgend so ein User, der erst mit ProSiebenMax eingestiegen ist, meldet sich an und sagt, oh, neue Folgen, toll, irgendwie, ich bin jetzt seit 2016 dabei und so hier und ich habe so lange gehofft, dass irgendwie neue Folgen kommen. Du hast keine Ahnung, Kind. Ja, allerdings. Wie, was wir nicht alles schon erlebt haben mit, ja, die kommen, die neuen Folgen, und dann hier enttäuscht und da enttäuscht. Dementsprechend wurde also, das genau, ich merke schon, wo das abdriftet. Ich möchte natürlich nochmal sagen, man muss sich bei RTL 2 bedanken, ne? Also es geht nicht anders. Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich RTL ein Anime-Pionier damals ins Leben gerufen. Und 333 Folgen sind natürlich eine massive Investition, die man sich erstmal trauen muss zu machen für irgendeinen blöden Anime. Das ist schon sehr beeindruckend. Naja, haben sie aber auch nicht am Stück gemacht. Nee, haben sie nicht. Sie haben ja nach und nach die Staffeln dann nachgeliefert. Mit Wiederholungen und so. Ich denke, ich muss auch sagen, jetzt mache ich das noch kurz mit rein, man muss sich ja auch bei Viva bedanken, ne? Ich meine, ungeschnitten die Folgen im Free-TV zu sehen, ist auch was Besonderes gewesen damals. Habe ich auch verfolgt. Ich habe auch zu den Folgen mitgetwittert damals. Mit dem super coolen Hashtag Viva-Conan. Ja, es war auch. Ja, und es sind ja auch viele Fans tatsächlich durch Viva auch dazugekommen. Ja. Kann man nicht anders sagen. Genauso wie bei ProSiebenMax ist natürlich auch. Das merkt man immer eindeutig bei uns im Forum zum Beispiel, wenn dann neue Anmeldungen reinkommen von Leuten, die jetzt gerade auf Detective Conan gestoßen sind. Ist immer wieder schön tatsächlich. Es ist natürlich der Großteil, sage ich mal, ist noch von damals dabei oder hat es damals bei RTL 2 das erste Mal gesehen. Aber es gibt auch durchaus beträchtliche Zahlen von Viva und ProSiebenMax tatsächlich auch. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das wäre jetzt auch der passende Zeitpunkt, auch noch zu erwähnen, dass Viva inzwischen ja nicht mehr existiert. Das wollte ich tatsächlich machen. Also es existiert noch, natürlich,
am Ende des Jahres wird es eingestellt, sagen wir lieber so, ne? Ja, aber der Stecker ist offiziell gezogen. Ja, aber das war schon, ja. Haben die nicht sogar auf den Tweet zur News reagiert? Auf Twitter? Haben sie, ja. War sehr nett, ja. Es sind aber auch, da arbeiten sehr nette Menschen, also die waren sehr wohlwollend auch gegenüber der Anime-Community, wie vor allem Philipp und ich sehr gut gemerkt haben, als wir damals zu Gast waren. Ein sehr üppiges Festmahl, sehr freundliche Gespräche, ja, das war was Besonderes, ja. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die ich jetzt gerade im Zuge dieser Ankündigung so empfunden habe, nämlich auch, wenn es natürlich schön ist, dass es jetzt neue Folgen gibt, ich finde dann doch, dass die Art, wie ProSiebenMax das immer wieder angeteasert hat, wir hatten ja im letzten Oktober, wo ja die neuen Folgen schon klar waren hinter den Kulissen. Genau, also seit August wird ja halt, also war ja es klar und seit April wird synchronisiert. Ja, und ich finde, dass diese Teaser, die sie dann so gemacht haben, insgesamt fast doch eher kontraproduktiv waren. Habe ich so empfunden. Jetzt auch im Nachhinein in der Retrospektive nochmal mit wann war es klar, wann haben sie wie geteased. Also, ich fand das im Oktober, dieses Teasing mit dem Quiz, danach kam zu lange gar nichts. Das fand ich eher suboptimal. Ja, das ist halt die Sache, das wusstest du natürlich nicht, aber die haben alles geplant und gemacht, obwohl noch nicht alle Verträge unterschrieben waren. Ne? Die letzte Unterschrift kam erst vor sehr kurzer Zeit. Darum konnte man es nicht vorher offiziell ankündigen. Ja, das ist dann nochmal doppelt blöd, weil dann kann es ja auch noch schief gehen. Aber darum ja auch nur, wir versuchen alles, ne? Ja, ich habe das auch damals schon angesprochen. Ich finde das weiterhin, ich finde die Art, wie ProSiebenMax das in der Vergangenheit, jetzt in der wirklich langen Phase jetzt vor dieser Ankündigung immer wieder geteased hat, fand ich insgesamt eher kontraproduktiv. Jetzt mal abgesehen davon, was ich persönlich von den neuen Folgen halte. Ja, irgendwie muss man den Hype aufbauen, ne? Irgendwie, also, ja. Ja, aber ich finde den Hype, den sie dann aufgebaut haben, den haben sie zu lange unbefriedigt gelassen. Das ist, wir hatten zu oft diesen Zyklus von Teasing, Freude bei Fans und dann wieder, ach, jetzt kommt ja lange nichts in der Richtung, überhaupt gar nicht mehr. Enttäuschung wieder, kommt ja eh doch nicht. Und wir hatten das ein bisschen zu oft, dass durch Teasing die Hoffnung wieder angefeuert wurde und dann zu lange nichts kam und das wieder in Enttäuschung umgeschlagen ist. Ich finde, das hatten wir in diesem Prozess zu oft, jetzt vor dieser Ankündigung. Aber es war generell schon immer so, also RTL 2 hat es ja auch oft versucht und dann ist nie was draus geworden und mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich war es halt einfach schon gewöhnt und hätte auch nicht gedacht, dass tatsächlich etwas kommt. Also ich fand es immer relativ gefährlich, dass sie das angekündigt haben und dachte immer, sagen die das jetzt, ohne sich mal angeschaut zu haben, wie teuer das ist oder ohne zu wissen, ob sie an die Folgen rankommen. Und naja, so wie das früher halt auch immer war, also ich hab's ewig einfach überhaupt nicht geglaubt und deshalb fand ich's umso cooler, als am Ende eben doch rauskam, dass es neue Folgen gibt. Also irgendwie, auf mich war das jetzt nicht allzu negativ, dadurch, dass sie am Ende die Überraschung rauskam. Ja, dass es jetzt neue Folgen gibt, ist super. Die Meldung ist der Hammer, also da warten wir schon lange drauf. Nur ich bin halt auch eher nüchtern mit dem Thema umgegangen, eben gerade weil wir ja in der Vergangenheit das schon hatten. Aber von daher, ich bin ja super glücklich, dass wir jetzt endlich neue Folgen auf Deutsch kriegen und ja, ich freue mich schon drauf. Also es wird super, also es kann nicht besser werden. Hoffentlich geht's dann weiter. Aber jetzt erstmal die neuen Folgen. Wuhu, endlich. Ja, ist ja auch was häufig durch den Raum gegeistert ist, wo es dann hieß, oh, wir haben ja so einen großen Rückstand zu Japan, jetzt nur 102 Folgen, wo ich mir dann persönlich denke, ja, seid doch froh, dass überhaupt mal nach 12 Jahren neue Folgen kommen, auch wenn es nur 30 wären, wäre das ein großer Fortschritt, sage ich mal. Und 102 Folgen ist definitiv auch eine Hausnummer, muss man mal so sagen. Ich meine, die erste Staffel, die RTL 2 nach Deutschland gebracht hatte, die hatte auch genau 102 Folgen.
Demnach zieht ProSiebenMax ja jetzt sozusagen gleich. Und ich denke mal, wenn das gut funktionieren sollte, was zu hoffen ist, zu wünschen ist, und ich bete schon jeden Abend dafür, dann kann es ja eventuell auch weitergehen, aber man kann ja nicht jetzt sagen als ProSiebenMax, oh, wir bringen mal 500 neue Folgen. Ja, dass das nicht realistisch ist, sollte hoffentlich allen klar sein. Ich meine, 102 Folgen ist ein dickes Brett, vor allem für ProSiebenMax, die ja auch nicht unbegrenztes Budget haben, sind ja auch nicht der große Sender, auch im Vergleich jetzt zu RTL 2, vielleicht noch nicht. Ja, aber ich freue mich definitiv auch sehr. Und ja, der 22. Oktober wird definitiv ein Detektiv Conan Feiertag für die nächsten 10 Jahre. Absolut. Ja, mindestens für die 10 Jahre. Also froh bin ich auch, dass endlich mal der komplette Wermut-Arc, der in Deutschland jetzt auch schon seit Folgen aufgebaut wird, dass der endlich mal zu Ende gebracht wird, ist ja eigentlich gar nicht mehr lang bis zur Auflösung davon, wer jetzt wirklich Wermut ist. Und danach, nach diesen 102 Folgen, kommen wir ja, glaube ich, schon in die Geschichte mit Kier rein, soweit ich weiß. Und wenn das gut läuft, ist herauszufinden, wie das weitergeht, natürlich auch wieder ein toller Ansporn, dann doch weiter neue Folgen zu planen. Aber mal gucken, wie es wird, was die Zukunft bringt. Ja, an Kier kommen wir eigentlich auf keinen Fall ran, aber... Echt nicht? Also, nee. Nicht an die Auflösung, Kier ist, aber... Nee, Kier Einführung ist in Japan ist Kier Einführung 425. Ja, und wir landen nach der Rechnung ungefähr bei Folge 400 um die Ecke. Ah. Wo genau, da weiß man noch nicht genau. Also nach japanischem Stand. Nach deutschem wären es ja 435 dann. Nach japanischem 400. Circa. Darf ich auch nochmal anmerken, dass ich wirklich diese Zählweisenunterschiede, ich finde es grausig. Das ist bei Yu-Gi-Oh! Ein Problem. Es ist bei jeder Anime-Serie ein Problem. Und du kannst dich halt kaum drüber unterhalten. Also es macht einen ja, schon ein bisschen gar ja. Ja, und es geht ja auch wirklich nicht anders. Aber es ist trotzdem ein unnötiges Generve, damit an jeder Ecke jetzt, gerade wo wir jetzt auch diese ganzen Rechnungen, die man immer anstellen muss, die wir jetzt anstellen mussten auch wieder, haben wir jetzt wieder ins Gedächtnis gerufen, wie nervig das alles ist. Wow. Ja, das wohl haben wir ja damals nicht so festgelegt. Das ist ja, weil diese Episoden alle aufgeteilt werden bei uns in Deutschland auf knapp 20 Minuten, 25. Und da gab es ja in Japan diese Special-Zeit. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern international. Ne? Also, okay, überall auch, das ist ja. Nichts, was damals RTL 2 erfunden hat oder so, Edge. Das ist einfach so. Ne? Die werden so aus Japan so geliefert, sag ich mal. Und dann war es das, ja. Da gibt es ja auch schon Diskussionen, ja, wie ist das mit dem internationalen Master, wie viel ist da weggeschnitten, wie schneiden sie 115 Minuten auf 5 Folgen runter. Das wird alles die Zeit zeigen, das sind jetzt halt die Detailfragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, jetzt wo es Gott sei Dank endlich neue Folgen gibt. Ja, die sind ja in anderen Ländern schon gelaufen, wenn, dann kriegen wir die entweder komplett wie in Japan oder wie in den anderen Ländern. Ne, oder ProSiebenMax macht noch irgendwelche Änderungen. Unmöglich ist es nicht, ne? Also. Ich rate es Ihnen nicht. Die viel kritisierten Änderungen an der Eine Stadt als Geisel kamen ja auch von RTL 2 und lagen ausnahmsweise mal nicht am internationalen Master. Ja. Ich glaube, ProSiebenMax ist dafür ja nicht bekannt und die werden ja auch aus den RTL 2 Fehlern gelernt haben, hoffe ich. Ja, bestimmt. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Meldung, auch noch betreffend ProSiebenMax. Und zwar geht es um die Wiederholungen, die ja derzeit noch laufen um 15.20 Uhr jeden Tag. Die werden ab dem 9. Juli aus dem Programm gestrichen. ProSiebenMax startet dann erst später mit dem Anime-Programm. Das heißt, die Wiederholung von Detective Conan fällt den Bach runter. Das heißt, wir haben nur noch abends eine Folge um 18.20 Uhr. Eine, naja, in Anführungszeichen neue, also eine Folge von Detective Conan bei ProSiebenMax. Und das wird dann auch bis zum Ende gezeigt, also bis die Folge 333, der stumm zurückgelassene Beweis Teil 2, gelaufen ist, komplett gezeigt. Das ist Anfang August der Fall. Und danach hatten wir uns ja schon gefragt, was denn dann wohl mit Detective Conan passieren wird, ob es noch einen Rerun geben wird oder was weiß ich was, bis zu den neuen Folgen am 22. Oktober.
Jetzt hat ProSiebenMax gesagt, nee, Rerun wird es nicht geben. Stattdessen fliegt der Digicon erstmal aus dem Programm raus. Und es wird stattdessen Gintama gezeigt in deutscher TV-Premiere oder Free-TV-Premiere. Ist ja so, naja, eine TV-Premiere. Das heißt, der Sendeplatz von Conan wird erstmal abgegeben an eine andere Serie. Und ab dem 22. Oktober geht es dann weiter mit Detective Conan. Also knapp 2 Monate Unterbrechung jetzt vor den neuen Folgen, die dann auch nahtlos weitergehen. Soweit ist aktuell jedenfalls die Planung. Genau. Also ich sag ganz kurz dazu, Wiederholungen gestrichen, egal, ne? Man kann eh alles 2 Wochen lang online legal anschauen bei ProSiebenMax.de. Ich weiß nicht, wie die Quoten waren für die Wiederholungen. Offenbar nicht ganz so gut. Genau, die sollen auch schlecht gewesen sein. Deswegen ist es offenbar der Grund, dass das aus dem Nachmittagsprogramm geflogen ist. Stattdessen werden jetzt andere Serien gezeigt. Halt kein Anime, der startet erst später der Anime-Block. Wurscht, wie ich denke. So, wurscht, egal. Genau, dann denke ich auch. Gintama, wie auch immer, hat mich sehr überrascht. Ich habe mich nämlich schon vor Monaten gefragt, warum man denn nicht ab Mitte August direkt die neuen Folgen anfängt. Jetzt haben wir den Grund endlich. Ich habe nämlich noch bis vor kurzem war ich mir sicher, dass ab der Folge 333 direkt die neuen Folgen starten. Ich war mir ganz sicher. Aber okay, sind wir mal. Egal, finde ich nicht schlimm. Danach geht es eh mit neuen Folgen weiter, also was soll's. Dann kann man nebenher auch mal was anderes zeigen. Und dann muss man auch nicht irgendwie nochmal irgendwelche Folgen wiederholen. Ich meine, was will man dann machen von August bis Oktober? Welche Folgen will man denn dann noch wiederholen? Auch irgendwie Blödsinn, ja. Dann sollen die halt Gintama zeigen. Andere Animes brauchen auch eine Chance, ja, dann war's das halt. Und im Oktober Conan, okay, alles klar, komm, ich bin klar. Finde ich gut, alles in Ordnung, ja. Das war's. Stellt euch mal für eine Sekunde vor, die News, dass Gintama den Spot komplett übernimmt und keine Wiederholung mehr von Conan kommen, wäre vor der Ankündigung von neuen Folgen raus. Oh, wow. Haben sie gut gemacht, tatsächlich dann so rum. Das wäre aber, ich muss kurz sagen, das wäre blutig ausgegangen. Ja. Hab ich nicht drüber nachgedacht, danke. Wie Lasse ja vorhin schon sagte, man hat es oft angeteasert und dann zeigt man stattdessen eine andere Serie und schmeißt Conan komplett raus, obwohl man die ganze Zeit die Fans heiß gemacht hat. Gerade ja, die Conan-Fans sind ja auch schlecht gestimmt mit den 5555 Daumen, um das nochmal kurz in den Raum zu werfen, um es gleich wieder zu vergessen. Aber ich denke mal, es ist auch gut, um vielleicht anderen Serien das Rampenlicht zu geben, das sie vielleicht verdient haben. Ich meine, der Sendeplatz ist ja auch nicht gerade schlecht. Wenn man dann zwischenzeitlich mal andere Serien ins Rampenlicht rückt, kann das ja eigentlich nicht schaden. Also, ja. Also ich finde es auch vollkommen in Ordnung so jetzt. Ich meine, wir haben jetzt die sichere Gewissheit, können neue Folgen kommen. Und von daher finde ich, ist das jetzt okay, dass sie gesagt haben, ja, dann machen wir jetzt mit Conan erstmal Pause. Ihr wisst, die neuen Folgen kommen, das haben wir jetzt gesagt. Können wir euch nicht mehr nehmen, hoffe ich. Und dann können die ja ruhigen Gewissens auch erstmal eine andere Serie zeigen. Wenn die das nehmen würden, Fütter ja Geld synchronisiert und dann, nö, zeigen wir doch nicht. Wäre ja das ein bisschen blöd für die selber. Das lenkt ja auch ein bisschen den Fokus auf den 22. Oktober tatsächlich, als wenn man jeden Tag noch eine Folge zeigen würde von Detective Conan, wäre immer der Fokus auf der nächsten Folge. Ja, es würde einfach weitergehen, ne? Aber so an so einer Art Countdown, ne? Wenn dieser blöde neue Anime endet, dann kommen die neuen Folgen. Ja, jeder Folge runterzählen. Noch so viele Gintama-Folgen, bis endlich Conan kommt. Ja. Kommt nicht in Gintama auch irgendwie so eine Conan-Parodie vor? Ja, Gintama parodiert alles. Die hatten auch One Piece of Bleach. Und alles. Naruto-Anspielungen, die verarschen. Gintama verarscht wirklich alles. Dann kommt Conan da auf jeden Fall auch drin vor. So. Ist doch auch mal eine lustige Abwechslung. Und tatsächlich, es heißt, weil Kevin eben Gin oder Gintama die Frage hat, es heißt Gintama, also das Kanji für Gin, Silber. Okay. Ja, geil, haben wir wieder was gelernt hier. Ja, haben wir. Der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag ist erfüllt. Ach, Moment, haben wir gar nicht. Spoiler, Conan Carsten ist bei Funk.
Machen wir lieber schnell weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir zunächst die exklusive Meldung zum Inhalt von Karate und Orchideen. Da weiß Lasse mehr zu und da weiß auch Kevin mehr zu. Prügelt euch. Richtig, wir haben nämlich eine Woche vor Erscheinen des neuen Sonderbandes den Inhalt enthüllt und die 7 Akten oder Fälle vorgestellt, die enthalten sein werden. Ich meine, es sind wieder 26 Kapitel. Das hat sich auch so schon fast so eingebürgert. Ein guter Schnitt. Wieder über 400 Seiten, die man für 6 Euro, nicht 5,99 Euro, erhalten kann. Und ich denke natürlich, die Fallauswahl ist mega geil. Was sagt Lasse dazu? Ja, die Fallauswahl... Jetzt steht er nicht mal dahinter, was er verbockt hat. Ich glaub's nicht. Ich, als ich gerade den Satz angesetzt habe, war in meinem Gedanken so ein Scheideweg, machst du jetzt einen ironischen Kommentar, wie schlecht sie ist, oder machst du einfach redest einfach normal drüber, dass wir bei der Fallauswahl mitgewirkt haben? Ja, also ich finde die Fallauswahl richtig mies. Wer hat sich das denn ausgedacht? Okay. Gut. Ja, schlechter als die Sherry Edition. Ja, okay. Oh, das nimmst du zurück. Haben wir einen Podcast zu gemacht? Prügel. Ja, Sherry Edition. Nein. Oder auch nicht. Ja, die Sherry Edition reden wir lieber über Ran. Das ist die erste Regel des Concasts. Wir reden nicht über die Sherry Edition. Nee, aber wirklich nicht. Oh nein. Ja, wir bauen so 10 Gebot. Also allen Spaß beiseite. Wir haben als Fans, also vor allem Kevin und ich, haben an dieser Fallauswahl maßstäblich mitgewirkt, beziehungsweise am Ende wurde sogar unsere Liste 1 zu 1 umgesetzt. Weiter, ja. Ja, ich glaube, wir hatten in der ersten Liste noch stehen, entweder man nimmt den ersten Fall, mit woran eingeführt wird, oder den Fall mit dem ersten Verdacht. Genau, wir wollten noch diese 9 Seiten von diesem einen Fall haben. Ach ja, richtig, von Da wollte Steffen, also er wollte das nicht, diese 9 Seiten haben, oder 8 oder 10 oder was auch immer, da sollte eine Zusammenfassung rein und die habe ich ihm dann gemacht. Das ist jetzt nicht die große problematisch. Problematisch nicht, aber das wäre wirklich noch, glaube ich, das i-Tüpfelchen gewesen. Hätte ich persönlich gerne noch drin gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist diese, falls die Leute das nicht im Kopf haben, das ist bei Mord ist keine Hexerei, diesem Fall aus Band 14, also der zweite große Randverdacht, wo sie am Ende des Falls mit ihm zur Kudo-Villa geht und ihm die Brille runterreißt. Genau. Und dann die Auflösung dieser Szene ist dann erst in den ersten 9 Seiten des nächsten Falles. Genau. Und diese Auflösung ist jetzt quasi, diese Auflösung ist quasi enthalten als redaktioneller Beitrag, um es so zu sagen, ja. Also da gibt's dann so eine extra Seite für. Ja, richtig, ja, genau. Wie wir sie schon kennen, halt von den anderen Sonderbänden. Solange die nicht aus Versehen vor den Fall gedruckt wird. Ich hab das sehr genau inspiziert und alles sichergestellt, dass dieser Beitrag dort landet, wo er landen muss. Ja, glaub mir. Aber auch nur der. Also, weil das wäre es echt gewesen, du. Hätte ich mich aber, egal. Manche Leute mögen sich vielleicht fragen, wieso ist denn Rans dritter Verdacht mit dem Theaterstück und Shinichis Rückkehr nicht enthalten? Das folgt einfach der Logik, dass dieser Fall A nicht den größten Fokus auf Ran insgesamt hat. Beziehungsweise sie da nicht quasi so scheinen oder hervorstechen darf, wie sie es in anderen Fällen tut. Und B, der Fall war jetzt auch schon wirklich oft zu sehen in verschiedenen Sonderbänden. Gerade ja auch eben der Shinichi-Edition. Ja. Und völlig richtig. Deswegen ist ja ist ja auch nicht in der Heiji-Edition. Es ist ja auch nicht enthalten. Obwohl man das da ja auch hätte reintun können. Hätte man das reinmachen können, ja. Weil Heiji da ja auch auftritt. Oder vielleicht kommt das noch, aber hoffe ich mal nicht. Wenn es denn überhaupt eine zweite Heiji-Edition gibt. Spekulation. Ich denke, wir haben für Ran eine sehr schöne Fallauswahl getroffen. Auch
weil ich hatte befürchtet, dass vielleicht die Sprünge ein bisschen zu groß sein könnten, weil wir springen ja wirklich von Das dachte Band 3, ich erstmal tatsächlich auch, ja. Band 3, 14, 18, dann 42 und dann irgendwie Band 61. Das ist ja schon von der Kapitelanzahl ein relativ großer Sprung, aber wurde so umgesetzt. Sehr schön. Ja, und es liest sich toll, wenn ich das so sagen darf schon mal. Also genau, jetzt wo ihr den Comic-Cast hört, ist der Band schon erhältlich? Ja, oder? Ja. Nein. Fragezeichen? Dann freut euch schon mal vor und ich kann euch sagen, es liest sich toll. Wirklich. Also wirklich. Du kannst ja ein Let's Read dazu machen. Nein. Okay. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr auf den neuen Sonderband mit ran. Ja, bin ich gespannt drauf. Ich denke, ihr habt da sehr gute Arbeit geleistet. Jedenfalls möchte ich mich noch sehr bei Steffen Hautung und Edmund Mander bedanken für diese, wie ich glaube, tatsächlich einmalige Möglichkeit überhaupt. Also mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Leute mal den Inhalt eines Mangas bestimmt haben in Deutschland. Mir auch nicht. Finde ich auch sehr schön, dass das so gelungen ist. Wie der Inhalt denn genau ist, das zerreißen wir natürlich in einem eigenen Themenpodcast, der noch kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Band. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Und ja, vielen Dank nochmal an Egmont und Steffen, ja, dass ihr das möglich gemacht habt. Vielen Dank. Sehr gut. Gut. Dann verabschieden wir uns hier, bevor wir weitermachen mit Detective Conan Weekly von unserem Stargast. Danke, dass du mit dabei warst, Kevin. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Genau, 22. Oktober, nicht vergessen. Das ist der Tag für alle Detective Conan Fans. Das ist unsere Zeit. Du kannst dir noch ein paar Casts lang daran erinnern. Werde ich tun. Bis dahin, tschö mit Ö. Jonathan, ciao. Danke fürs dabei sein. Gut, dann machen wir weiter mit Detective Conan Weekly. Da wurde ja zunächst das Kapitel 1014 um eine Woche verschoben. Und dazu weiß Lasse die Details, genauso wie zum Inhalt dieser Kapitel, die jetzt, wie gesagt, bei Detective Conan Weekly erschienen sind, in der japanischen Shonen Sunday oder halt als E-Book bei iTunes, Amazon, Kobo und den letzten vergesse ich immer. gut, ja. Ja, bitte schön, Lasse. Ja, genau. Detective Conan Weekly Kapitel 1014 wurde verschoben. Dazu hätte Egmont auf ihrer Facebook-Seite gepostet, dass es Verspätung bei Bereitstellung der Daten geht. Also das Material aus Japan kam nicht rechtzeitig, weswegen das eine Woche verschoben wurde. Dazu sagte Egmont auch noch auf Facebook, wir hoffen allerdings, dass sich derartige Verzögerungen auf ein Minimum reduzieren lassen, sobald sich alle Beteiligten auf diese noch sehr neue Form der Manga-Veröffentlichung eingespielt haben. Ja, wie wir schon in dem Podcast erzählt haben, in Deutschland vielleicht neu, aber insgesamt international ist das doch noch nicht so neu. Gut, aber sowas kann natürlich passieren. Die Reaktionen bei uns im Forum und so waren auch recht verständnisvoll, haben alle gesagt, ja gut, kann passieren, eine Woche verschoben jetzt, ist halt so. Eine andere Sache zu den Detective Conan Weeklies, die ich jetzt erstmal im Voraus ansprechen möchte, ist, falls ihr das gelesen habt, dass Egmont inzwischen auch wirklich alles übersetzt. Was meine ich damit? Falls es euch aufgefallen ist, an den Rändern der Kapitel stehen immer jetzt neuerdings Charakterbeschreibungen und Story-Zusammenfassung von vorherigen Kapiteln. Und wir haben ja auch am Ende so Randnotizen an den Seiten und auf dem Cover steht Text, was Egmont ja bei den ersten Weeklies noch nicht gemacht hat, vor allem bei den Charakterbeschreibungen. Aber jetzt inzwischen machen sie das bei jedem Kapitel, dass die japanischen Hilfstexte an den Seiten tatsächlich auch übersetzt werden. Habt ihr dazu jetzt, bevor wir in den Inhalt gehen, dazu eine Meinung, dass Egmont das jetzt übersetzt und umsetzt? Ja, also ich finde es eine nette Idee quasi, weil es sind ja immer so, ja, wie gesagt, kleine Randnotizen, kurze Erinnerungen nochmal, wer denn welcher Charakter ist, was der so für eine Rolle hat, so ganz grob in 1, 2, 3 Sätzen abgehakt. Von daher finde ich das nicht schlecht, halt auch für die Leute, die jetzt vielleicht den Manga noch nicht von Anfang bis Ende gelesen haben oder so ein Gedächtnis haben wie wir hier, die sich super damit auskennen mit wer ist wer und was macht der und überhaupt. Ja, von daher finde ich das eine sehr gute Idee und auch kommt man auch dann storymäßig auch immer so ein bisschen rein.
Gerade auch wenn der Band dann so ein bisschen, wenn man ein bisschen pausiert hatte, dann kurz, ach ja, das war so und so. Finde ich gut. Also mir gefällt's. Ja, Olli hatte eben schon gesagt, er findet es eine nette Idee und genau, nett finde ich es auch. Sie müssten es ja nicht übersetzen, haben sie ja früher auch nicht, aber jetzt machen sie es trotzdem. Und ich bin ja eh ein Fan von Uncut-Versionen, also ich hätte gerne alles übersetzt, was auch in einem japanischen Manga steht und ja, deshalb finde ich es nett, wie gesagt. Das ist ja so, in Japan ist das natürlich so, weil das so ein telefonbuchdickes Magazin ist, das heißt, wenn da irgendwelche Leser von anderen Serien mal reinblättern, die vielleicht Konnen gar nicht kennen, da haben sie dann gleich eine Einführung in die Charaktere. Natürlich ist es auch so, dass in Japan in den Bänden das dann nicht mehr enthalten ist. Das ist genau wie der Text auf dem Cover, ist ja in Japan dann auch nicht mehr enthalten, den wir jetzt inzwischen auch übersetzt bekommen. Das heißt, durch Weekly bekommen wir jetzt an dieser Stelle zumindest ein bisschen mehr, weil wir jetzt direkt die Magazinversion bekommen. Gut, ist natürlich die Frage, wie Egmont das jetzt im Band löst, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie passieren könnte, ich will es nicht hoffen, aber dass dann diese Sachen, die sie dafür übersetzt haben, in den Band mit reinrutschen, obwohl die Japaner das bei ihren Bänden nicht mit reinnehmen. Ja, ist ja auch die Frage, ob es dann sich am Layout was ändert und man dann wieder irgendwelche Verschiebungen hat mit Sprechblasen oder Zeichenboxen oder so. Hoffen wir es mal nicht. Dann zum Inhalt. Wir starten einen 5-Kapitel-Fall, nachdem Gusche auch ja mal 3 Wochen Pause gemacht hat. Es scheint jetzt wohl so zu sein, dass er sich seine Pausen immer so nehmen kann, dass er einen kompletten Fall macht und dann eine Pause macht, anstatt dass er mittendrin pausieren muss. Was natürlich positiv ist, er hatte vor der 4-monatigen Pause davon gesprochen, dass er seinen Arbeitsrhythmus jetzt langsam nach 30 Jahren ein bisschen überarbeiten muss, ein bisschen anpassen muss, einfach wegen seiner Gesundheit. Und wenn das sein neuer Rhythmus ist, dann finde ich das sehr gut. Er hatte vorher angekündigt, hey, ich will einen Nahe-Kuchiba-Fall machen und einen Nahe-Kuchiba-Fall bekommen wir auch zumindest ein bisschen. Es ist ein 5-Kapitel-Fall, das bedeutet natürlich, es gibt mehr als ein Mordopfer. Diesmal stehen im Fokus Verkehrspolizistinnen. Richtig. Naiko ist nämlich ziemlich frustriert, dass Chiba sie nicht erkennt und geht deswegen mit 2 Kolleginnen zum Karaoke. Doch diese Kolleginnen sind bereits das Ziel eines rachsüchtigen Mörders der Verkehrspolizistinnen, weil sie immer die Regeln befolgen und weil diese 2 Polizisten im Besonderen besonders streng sind und scheinbar auch einen Selbstmord zu verantworten haben, geraten sie in das Visier des Täters, der die Charaktere sehr aktiv und sehr sichtbar für uns umbringt. Dieser Fall ist tatsächlich deutlich düsterer, denn die beiden Mordopfer sterben quasi, soweit es in einem Schonmangel geht, onscreen, was wir ja schon seit Kawana Kajima, wo Hue Kuroda das erste Mal aufgetreten ist, in Band 86, nicht mehr hatten, dass ein Opfer aktiv stirbt, sodass wir es sehen können. Aber der Täter hier schlägt Frauen mit einem Baseballschläger in den Kopf ein, wirft sie aus dem 5. Stock eines Hochhauses und zertritt dann ihre Smartphones, während sie blutend auf der Straße verrecken. Ja, für einen Shiba Naiko-Fall ist dieser Fall dann noch etwas düsterer. Zudem haben wir, wenn es natürlich um einen Polizisten-Serienmord geht, die volle Riege an Polizisten dabei. Shiratori, Chiba, Sato, Migure kurz, Takagi und auch Hue Kuroda, wie gerade eben schon erwähnt, sein Introfall erwähnt, ist mit von der Partie und untersucht diesen Mordfall. Conan tatsächlich auch. Lustigerweise ist Conan aber in diesem Fall fast irrelevant, weil er kriegt immer alles mit, so, aber man sieht ihn dann, man hat eine 6 Seiten lange Szene von Polizisten, die sich unterhalten, und dann hat man am Ende eine 7. Seite eine Szene, wo man sieht, ach ja, Conan war auch in der Nähe des Tatorts, er hat alles mitgehört und weiß, was im Fall vorgeht. Aber ansonsten mischt er sich nicht viel in die Untersuchung ein, außer dass er natürlich den Fall am Ende löst. Dann haben wir auch noch innerhalb des Falles eine kurze Schrecksekunde, dass Yumi Miyamoto vielleicht ermordet worden sein könnte, aber es war alles gut, sie hat nur geschlafen. Dann kriegen wir auch noch eine Szene, wo Subaru Okiya mal wieder auftreten darf und ein paar betrunkene Typen verprügelt und Yumi beschützt. Und das tut er,
weil sein Bruder Shukichi ihm eine SMS geschrieben hat: Hey Bruder, beschützt doch mal bitte meine Freundin. Aha, scheinbar weiß Shukichi, dass Shuichi lebt. Auch eine nette Information, die wir in diesem Fall erhalten haben. Ach ja, nette Information. Da war doch so noch so ein Cliffhanger am Ende von Kapitel 1012. Der wird natürlich nicht aufgelöst, weil wann hat Gosho Aoyama jemals einen Cliffhanger aufgelöst? Sehr zum Zorn von vieler. Und nebenbei innerhalb dieses Falls denkt Kon dann auch noch so an, ach ja, Toru Amuro, der existiert ja auch noch. Schaue ich dann mal bei ihm vorbei, unterhalte mich mit ihm, aber rede nicht über das, was am Ende von 1012 passiert ist. Und Amuro denkt sogar noch an, ach ja, richtig, 1012, da ist ja was passiert, aber wir kriegen nicht zu sehen, was passiert ist. Ah, Aoyama. Ach Mensch. Ja. Chiba und Naiko stehen tatsächlich nicht so im Zentrum dieses Falls, wie man vielleicht denken könnte. Eigentlich sind sie sogar nur mal kurz am Anfang. Und dann am Ende wird es auch nochmal wichtig, denn der Täter entführt Naiko und Chiba muss sie natürlich retten, nachdem sie ihn aus dem Weg schubst und ihn vor einem Armbrustbolzen rettet. Und am Ende ruft Kuro dann nochmal bei Amuro an und nennt ihn Bourbon. Das ist auch noch passiert. Manche haben diesen Fall kritisiert, weil sie finden, dass er so ein bisschen den Fokus vermissen lässt, weil wir haben Chiba Naiko, wir haben Yumi Shukichi, Shuichi ist noch rum, Amuro läuft da noch rum, ach ja, und Kurodama hat auch noch was. Und dann haben wir auch noch so einen Serienmord innerhalb von 5 Kapiteln. Ich finde aber, dass insgesamt dieser Fall doch ziemlich stark war. Stärker als die ganzen Unkenrufer, die vorher gesagt haben, Chiba Naiko ist die schlechteste Romanze des Manga. Gosho, warum? Finde ich, dass doch dieser Fall an sich durch seine Thematik und es war ein guter Fall zum Mitraten tatsächlich auch so ein bisschen. Zumindest wenn man ein kleines bisschen mehr Recherche betreibt, als nur deutsches Wissen zu haben. Und dementsprechend muss ich sagen, dass diese 5 Kapitel doch insgesamt ziemlich stark waren. Und jetzt macht Gosho Aoyama wieder Pause. Das heißt, wir wissen noch nicht wie lange, aber es wird passieren. Das heißt, wir werden am Ende von Kapitel 1017, was dann bei Egmont kommt, wahrscheinlich am Ende wieder lesen. Wir lesen uns nächste Woche wieder, obwohl es keine Pause gibt. Aber naja. Das ist dann am Ende auch nur eine Kleinigkeit. Am Ende eines so tollen Falls, wie ich finde. Ja, ich fand es auch ja ein sehr guter Fall, wirklich ja interessante Geschichte und auch ja interessante Aufmachung. Das meiste hast du ja schon bereits erwähnt und ja, wie gesagt, ich fand es sehr schön, dass so viele verschiedene Charaktere aufgetreten sind, dass sie aber wie gesagt alle nicht irgendwie fehl am Platz waren. Dass auch Conan ja ein bisschen weniger hier quasi zu tun hatte. Dass man halt nicht alles sozusagen, wenn es um die Falldetails geht, dann Conan sieht, wie er in Gedanken sich das alles zurechtspinnt, sondern halt eben auch in den verschiedensten Gesprächen der Polizistinnen und Polizisten. Ja, als ich den Fall das angefangen habe, habe ich gesagt, oh, Yumis Kolleginnen und Naikos Kolleginnen werden eingeführt, wir kriegen ein paar mehr Charaktere aus dem Verkehrspolizeidezernat, aber leider blieben sie uns nicht lange erhalten. Fand ich ein bisschen schade, aber vielleicht haben wir ja auch inzwischen schon genug Polizistencharaktere. Ja, und was ich auch gerne noch erwähnen möchte, was mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, das bezieht sich auf die Anmerkungen, von denen Lasse ja schon berichtet hat. Es gibt eine Szene in der Karaoke-Bar, wo Naiko halt ein Lied singt und Egmont hat da eine kleine Anmerkung drunter gesetzt. Irgendwie Anfrage bei GEMA fürs Lied ist raus oder so und dann so ein Smiley dahinter. Fand ich sehr schön. Gerade auch im Zusammenhang mit der Nachricht, dass wir jetzt neue Folgen haben, habe ich so gedacht, na, die arbeiten schon mal vor oder wie. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann abschließend bleibt eigentlich nur noch zu sagen, gut, dass der Fall abgeschlossen ist und ja, mal sehen, wie lange wir jetzt dann warten müssen, bis es weitergeht. Weißt du übrigens, warum sie das mit der GEMA dahin geschrieben haben? Das ist so, das Lied, was Naiko in der Bar da singt, ist das Ending von Film 22. Ah,
Alles das klar. Sie singt das und im Original steht an dieser Stelle ein Sternchen mit dem japanischen Äquivalent der GEMA und dann irgendwie Copyright der, ich glaube JASRAC ist das, Japanese Record Association oder so. Und da steht dann irgendwie so Copyright JASRAC drunter als Anmerkung, wo das mit der, in Deutschland mit der GEMA steht. Ach deswegen, was, das ist ja cool. Deswegen ist das wahrscheinlich so mit dem Augenzwinkern von wegen, ja, GEMA hier. Finde ich gut, also hätte ich nicht gedacht, dass das in Japan, dass die auch diese Probleme da haben. Ah, die Japaner sind uns so ähnlich. Gut, das war's mit Detective Conan Weekly, dann kommen wir jetzt eigentlich zur spoilerfreien Zone, da haben wir heute jedoch keine Meldung, von daher machen wir direkt weiter mit dem Anime in Japan, da haben wir auch nur eine Folge heute, die Episode 904, das Ergebnis des Unentschiedens und worum es da geht, das weiß Olli. Ja, genau, wir haben eine Füllerfolge, ja eigentlich, wir haben zwar ein paar mehr Füllerfolgen, aber die verschieben wir aufs nächste Mal. Dieses Mal haben wir nur eine Episode quasi, die es neu zu besprechen gibt. Davor liefen, wie gesagt, Wiederholungen oder Remaster. Halt auf jeden Fall was man schon kennt. Und ja, von daher gehen wir in diese Filler-Episode, das Ergebnis des Unentschiedens. Wir beginnen quasi, ja, auf dem, ja, nicht Fußballplatz, auf jeden Fall im Geschehen mit Professor Agasa, der mit den Detective Boys versucht, Fußball zu spielen, aber ja, der gute Herr ist halt nicht mehr der Fitteste. Ganz im Gegensatz zu Genta, der halt mit einem super Schuss den Ball mal eben über eine Mauer befördert in einen Garten eines Privathauses. Naja, er holt den Ball dann natürlich zurück, weil die wollen ja weiterspielen. Kommt aber ewig nicht wieder, weswegen die anderen dann halt beschließen, ebenfalls hinzugehen und ihn zu suchen. Ja, plötzlich hören sie Genta schreien und rennen dann sofort los. Conan rennt sofort hinten halt in den Garten dann rein. Und ja, sie sehen dann quasi, dass im Haus ein Mann verletzt auf dem Sofa sitzt und wollen dann sofort ins Haus rein. Aufs Klingeln öffnet jedoch niemand und Genta sagt auch, hier, ich habe vorhin schon geklingelt, ist keiner da. Ja, dann wollen sie gerade die Tür anders öffnen, als dann plötzlich doch die Tür aufgeht und eine Frau öffnet, die aber nicht groß weiter beachtet wird, denn sie stürmen direkt in das besagte Zimmer, wo halt dieser scheinbar noch verletzte Mann ist, doch Conan erkennt halt, der Mann ist leider tot und er ist nicht der Einzige, denn am Boden liegt ein weiterer Mann, der ebenfalls tot ist und ja, Blut auf seinem Sweatshirt hat oder Pullover oder was auch immer das ist. Ich bin kein Klamottenexperte. Naja, daraufhin kommen auf jeden Fall Megure und Takagi und nehmen die Ermittlungen auf und ja, konstruieren sozusagen so ein bisschen den Tathergang, was denn geschehen sein könnte. Es kommt halt raus, dass der Mann, der im Sofa saß und auch der Hausbesitzer ist und der Mann der entsprechenden Frau, also die beiden sind verheiratet, der war halt so ein Firmendirektor, so ein Firmenbesitzer und der andere Mann, der am Boden lag, der hatte bei ihm gearbeitet, hat dann aber Geld unterschlagen, daraufhin wurde er entlassen. Dann soll der Direktor aber gesagt haben, hier, ich stell dich wieder ein, wenn du mir das ganze Geld zurückzahlst. Und dann spinnt Megure sich sozusagen den Tathergang so zusammen, dass ja der Mann dann quasi das Geld, die haben sich dann quasi getroffen, damit der Mann ihm das Geld zurückgibt. Später ermitteln sie dann allerdings, dass nie vorgesehen war, dass der wieder eingestellt werden soll. Und deswegen löst Megure den Fall quasi so, dass er sagt, ja, die haben sich getroffen, er hat ihm das Geld mitgebracht und dann hat er aber, der Direktor, gesagt, ja, du wirst aber nicht wieder eingestellt, daraufhin haben die sich gestritten und ja, der eine hat dann den anderen quasi ermordet und als der sich dann noch in seinem Todeskampf gewehrt hat, hat er den anderen dann halt umgeschubst, sodass der mit dem Kopf gegen die Tischkante geknallt ist und dann eben leider auch verstorben ist. Ja, so könnte man denken, ist der Fall abgeschlossen, Episode beendet. Wie wir Conan allerdings so kennen, hat er da noch seine eigenen Überlegungen zu und ja, sieht sich noch ein bisschen in dem Haus um
und findet so einige Dinge ein bisschen merkwürdig, hakt da noch ein bisschen mehr nach, ermittelt so ein bisschen in die eigene Richtung und kommt dann am Ende ja doch zu einer interessanten und doch ganz anderen Lösung, die ich, wie ihr mich kennt, natürlich nicht verraten werde. Obwohl ich es eigentlich könnte, weil, um jetzt anschließend gleich zur Bewertung überzugehen, muss ich sagen, die Episode war jetzt nicht so berauschend. Ich sag dieses Wort immer, aber es ist leider so. Ich fand die Idee ganz nett, so mit diesem vermeintlichen Doppelmord oder der eine vielleicht Selbstmord, hat dann so die Geschichte an sich auch so, was denn so eigentlich hinter den verschiedenen Tatmotiven steckte, aber so dann gegen Ende dann halt so den Grund des wahren Täters und dann auch welcher Hinweis letztendlich ausschlaggebend dafür war, dass Conan auf die richtige Lösung kommt. Das fand ich alles so ein bisschen schwammig und ja, deshalb kommt die Episode nicht über eine durchschnittliche Bewertung hinaus und ja, ich gehe mal so in ruhigen Gewissens mal in so die leichten 3 von 5 Blutspuren. Also ich kann das echt bestätigen. Ich habe am Ende auch nicht ganz durchgeblickt, weil ich die ganzen Indizien oder Beweise halt auch recht schwammig fand. Die Idee von dem Fall an sich fand ich recht gut mit diesem... Ja, als würde es so aussehen, als hätten sie sich gleichzeitig gegenseitig getötet. Wie bei so einem Cowboy-Duell. Hatten wir ja auch noch nie. Und dass tatsächlich sogar ein bisschen Fußball drin vorkam bei dem Titel. Aber es ist halt am Ende doch keine so tolle Folge gewesen. Ich würde sogar nur 2 von 5 Fußbällen vergeben. Alles klar, ja. Dann, wie gesagt, die anderen Episoden werden wir dann das nächste Mal besprechen. Das sind auch wieder 2 Füller. Ich denke mal, da erwartet uns ein bisschen mehr. Und was sonst noch passiert, ich denke mal, das sagt uns jetzt Philipp. Was jetzt noch kommt, das sagt uns noch Lasse, die nächsten Folgen für den Juli. Fast. Na, aber was jetzt noch kommt, das sagt uns doch eigentlich Olli. Nein, Quatsch. Kann ich das nicht Folgen sagen? Für den Juli? Wieder los, Bianca. Jetzt reicht's. Stopp. Okay. Der Juli 2018 beginnt mit der üblichen Pause mal wieder in der ersten Woche. Ich glaube, dass es in Japan gibt so ein extrem populäres Musikprogramm auf einem Sender und an diesem einen und in dieser Woche ändern dann alle anderen Sender ihre regulären Sendepläne, weil niemand Konkurrenz dagegen laufen will und die lieber Programm, was so eher dazu passt, senden will. Ganz komisch ist das. So eine Art Song Contest. Oder WM. Naja. Apropos WM, denn dann in der 2. Juliwoche, perfekt am Tag des WM-Finales sogar, glaube ich, 14. Juli, kommt dann die Folge 907, ein Füller, der Bodyguard der J-League. Die J-League ist die japanische Bundesliga. Ja, genau. Und tatsächlich spricht auch ein echter Fußballer eine Cameo-Rolle in dieser Folge, nämlich Yasuhito Endo von Gamba Osaka, der auch schon in Film 16 ein Cameo hatte, ja, als Fußballspieler. Krass. Ja, sehr schön. Der darf jetzt auch wieder das mitsprechen. Das ist ja sogar richtig erfolgreich, ja. Laut der Aussagen, die ich auf den japanischen Newsseiten gelesen habe, ist er ein sehr großer Fan der Serie und für ihn ist das alles sehr toll, dass er mal wieder in Conan mitsprechen darf. Genau. Passt ja auch schön. In Japan ist, ist hier Japan weitergekommen aus den Gruppen in der WM. Das heißt, das WM-Fieber dürfte noch nicht ganz abgestorben sein, wenn diese Folge kommt. Auch wenn Japan es vermutlich nicht ins Finale schaffen wird. Fans können ja auch öfter mal Freunde sein. Dann ist man aber kein Freund mehr, wenn die ins Flussbett gespült wurde. Zumindest ist das der Fall in Folge 908, die am 21. Juli läuft. Die Freundschaft, super Überleitung. Die das Flussbett gespült wurde. Ich versuche alles. Wie ProSieben, ich versuche alles. Sehr geil. Bald. Ja, ein einteiliger Füller ohne Fußballbezug. Das heißt, da gibt es auch nicht großartig zu sagen.
Also ihr habt noch was zu Flussbetten zu sagen? Nein, dachte ich mir. Gut, am 28. Nein. Juli kommt dann, was ist das? Ist das ein Vogel? Nein, es ist eine Manga-Umsetzung. Nämlich das Monster des brennenden Zeltes aus Band 93, den findige Leser ja schon länger in den Händen halten dürften, mit einigen verdächtigen Charakteren und einem insgesamt ziemlich wichtigen Fall. Und weil das die letzte Folge im Juli ist, wissen wir ja auch, dass am Anfang August auch wieder eine Manga-Umsetzung folgen wird, nämlich der zweite Teil des Monsters des brennenden Zeltes. Ist das jetzt schon die Entwarnung, dass jetzt doch keine so eine große Fillerwelle kommt, um die Manga-Pause zu schließen? Glaube ich nämlich auch nicht. Wenn wir uns erinnern, beim letzten Mal war ja auch so ein paar Filler und dann kamen die drei ersten Entdecker und dann kamen 4 Monate Filler. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Manga-Umsetzung. Ich würde mich aber noch nicht zu früh freuen, was die Filler danach angeht. Aber immerhin, endlich bekommen wir diese Umsetzung. Die ist ja jetzt, der Band ist länger bei uns draußen. Der Manga-Fall war im Mai 2017 tatsächlich schon. Das heißt, da sind wir auch schon über diese magische Grenze von einer Umsetzung dauert es etwa ein Jahr, bis die kommt. Na gut, dann sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich bedanke mich an alle, dass sie bis hier durchgehalten haben. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConanWiki.org, ConanForum.org, ConanNews.org, Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews, YouTube.com/ConanNews, ConanNews.org/Discord und auf iTunes könnt ihr unseren Podcast auch gerne abonnieren. Da sind wir als ConanCast oder ConanNews zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Sayonara. Tschüss. Ja, macht's gut und welcher Tag für euch ganz wichtig ist, das sagt euch Philipp jetzt. Ja, 22. Oktober. Puh, gerade noch gerettet. 22. Conan Nationalfeiertag.